Scheißwetter, mein Gott. Aber trotzdem willkommen zur 22. Folge. Das hat er doch vorher gewusst. Ja, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen. Wir wollen erstmal eine Runde pennen. In der vorigen Folge ging es um die Pfeilherstellung. Wir durften auch schon ein paar Pfeile herstellen. Und ich habe zwar noch einen Baumstamm irgendwie im Inventar, aber da wollen wir auch mal den nochmal irgendwie in Scheiben schneiden mit einer Säge. Und ich glaube, in der allerersten Folge wusste ich wohl, wo das zu machen ist. Da rennen wir mal eben kurz hin. Das ist ja nicht so weit weg. Soweit ich das weiß, war es. Da ging es zur Höhle mit den Gobbos, wo eventuell Olex Liste für das Lidl. Nee. Doch, nee. Wir müssen doch noch weiter runter. Und dann. Nee, das war es hier noch nicht. Das muss hier irgendwo links gewesen sein. Da war nämlich irgendwas mit einer Säge. So, wo ist sie denn? Oder irgendwie was mit dem Stumpf. Ah ja, hier. Richtig. Baumsäge. Weit entfernt. Und Holzstammsägen. So, mal gucken. Kann ich nochmal. Hallo? Ich hatte doch Baumsäge gesagt. Baumsäge? Hm. Ich weiß es nicht. Baumsäge. Ah ja. Nee, okay. Ich hatte nur einen Baumstamm im Inventar. Und dann kommt der Holzstumpf. Holzscheibe spalten. Holz gespalten. Mal gucken. Ah, hier. 8 Holzscheiben. Und 16 Pfeilschäfte. Oho. Also noch mehr. Mal gucken. Das war's. Gucken, ob er trotzdem noch die Anzeige macht. Mit Holzspalten. Nee, okay. Super. Und dann geht es wieder zurück. An unsere Werkbank. So, wie wir gelernt haben. Erst womit denn? Womit denn? Hm. Ja, wenn wir nicht das Material haben. Was haben wir denn hier? Klinge. Hm. Ja, okay, das Schärfen von Waffen, das kommt immer wieder hier. Mal gucken. Pfeile herstellen. Ich habe ja noch 10 Pfeilspitzen. 10 Pfeile hergestellt. So, nochmal. Nee, okay, dann nicht. So, also Pfeile kann ich wahrscheinlich nur herstellen, wenn ich Rohstahl habe. So. Aha. Gewöhnliche Waffen schmieden. Erzwaffen, Bolzen schmieden, nee. Pfeilspitzen schmieden. 30! Wird das schön! Nicht nochmal? Womit denn? Ja, okay. Das heißt also, wenn ich hier hingehe. Okay, also solange ich ans Schmiedefeuer kann, kann ich auch lecker Pfeilspitzen schmieden. Und wieder 30. Ey, das ist cool. So. Sehr schön. Womit denn? Okay, jetzt ist mein Rohstahl weg oder aus.
So, und mal gucken, ob ich dann wieder Pfeile herstellen kann. Ja. Ach, wieder. Okay. So, wir sind gerüstet. Leute, sind wir gerüstet, ist das cool. Und zwar haben wir jetzt 78 normale Pfeile. Ja, was heißt denn das jetzt? Wir können jetzt eigentlich wunderbar mit Pfeilen so durch die Gegend schießen. Aber wo? Wo, wo, wo? Okay, wir machen es folgendermaßen. Nein, nicht Burg, im Dorf. Wenn wir da unten mal so ein bisschen aufräumen. So. Okay. Nochmal abspeichern. Das war doch klar. Das war ja klar. Moment mal, ist jetzt Mittagszeit? Nee, noch nicht. Letztlich wird die Gerechtigkeit siegen. Wie viel Gold habe ich eigentlich? 2000 noch was, ne? Nee, 1896. So, jetzt wollen wir mal gucken, ob wir hier irgendwo noch mal gefährliches Tierwerk sehen. In einem Wald ist es dunkel. Dort treiben sich gefährliche Kreaturen, wie zum Beispiel ein junger Athanos-Lurker durch die Gegend rum, den wir jetzt wirklich mal holen sollten. Also, das ist wahrscheinlich noch zu weit weg. Wo haut denn der jetzt wieder ab? Hau doch nicht ab. Hau. Oh. Los. Komm, wittere mich. Verwunde mal. Ah, verballer ich meine Beine. Ist doch scheiße. Ach, so ist das. Das ist also sein Waypoint. Deswegen war er von... Was jetzt? Ich glaube, ich werde verfolgt. Von Goros. Ich glaube... Da, da. Die sehen mir aber sehr dunkel aus. Ich glaube, die will ich nicht. Ich glaube, die will ich nicht. Mensch, geh doch da mal... So, sofort hier drauf. Von mir so. Hat er das nicht. Dann versuchen wir jetzt mal unser Glück, von der Seite noch mal ein paar Viecherchen zu erledigen. Könnte mich erinnern, rechts waren Gobos und gefährliche Lurker und hier war mal so ein junger, genau richtig, so ein junger Athanos-Lurker. So, da oben ist ein Gobo, so. So, den jungen Athanos-Lurker. Und ich mir gleich, genau richtig. So, den konnte ich mir aber für gut erledigen. Combo ist Mist. Nicht zu plündern. Okidoki. Den haben wir jetzt mal richtig volles Pfund aufs Maul gegeben. Ach, ich sollte mal Fleische braten. Ja, ja, Fleische. Okay, erstmal mal ein lecker Käsebrot. Doppelkäse. ja. Weitermachen? Macht sich wie? Oh ja, wollen wir den locken? Wo ist denn eigentlich der Strand? Ach, ein Wildschwein? Hä? Wildschwein und Keiler? Okay. Auch gut. Ich speichere lieber mal ab. Lasst uns Wildschweine jagen gehen. Nee. Oh,
Okay, da sind Dreier. Hier ist noch ein Athanos-Lurker. Hier rechts ist ein Wildschwein. Gucken. Ob ich. Da ist ja noch ein Athanos-Lurker. Ah, da ist ein Wildschwein. Da ist es. War das hier? Da ist es. Da ist es. So. Na? Da hinten die drei Lurkerchens und hier das Wildschweinchens. Und hier gibt es ein bisschen Deckung. Dann gucken wir mal, ob wir das gronzende Wildschwein kriegen. Na? Ja. Na? Schwede. Das war wieder viel zu knapp. Leute, aus gesunder Ernährung wird man schlauer. Okay, die Äpfel bringen jetzt auch nichts mehr viel. Okay. Jetzt natürlich heikel. Ging es da zum Strand? Wo ich jetzt stehe, hier in der Richtung? Oder? Oh, warte mal, warte mal, warte mal. Das ist doch eine gute Idee. Wo sind die Lurkerchens? Da sind sie. Okay. Na, hier kann ich doch wunderbar. Nein, die ist mir zu weit weg. Nee, das sieht aus wie Sackgasse. Sackende Gasse. Ich glaube, so weit reicht meine. Dings noch nicht. Abhauen. Und hier hoch. Hallo? Bisschen höher. Danke dir. Und den... Nein, da nicht hin. Also. So gefällst du mir, wenn du unten bleibst und ich oben. Pfeile sind alle abgeprallt. Also, Mann, oh Mann, habe ich hier Pfeile verschleudert. Gucken, liegen noch welche rum? Da ist nichts zu holen. Nee, hier liegt nichts rum. Okay, die Strategie kann ich mal wieder weiterverfolgen. So. Waren noch hier irgendwelche? Ja, da. Hätte hier. Zwei Stück, Leute. Drei Stück. Vier Stück. Er hat mich schon gewittert, das ist gut. Okay. Wunderbar. Positionieren und der will, hat die gleiche Idee wie ich. Was spinnst du? Okay, er kommt da nicht hoch. So, wie viele Pfeile habe ich denn noch? 30. Okay. Und? Bums. Na? Will dir abhauen? Ich brauche einen besseren Bogen. So, pro Lurker habe ich jetzt also... Boah. Pro Lurker?
19 Pfeile, nee, das ist das, dann krieg ich den nächsten nicht. Ja. Na, auf jeden Fall haben wir ein bisschen Erfahrungspunkte, das finde ich gut. So, jetzt hier noch. Ah ja, hier gibt es wahrscheinlich noch was Lustiges. Oder nicht? Hier ist nichts. Jetzt noch nichts Sichtbares. Ich kann mich auch irren. Arthanos Lager. Wildschwein wieder. Wo geht denn das da hin? Das sieht so spooky aus. Hä, hä? Ah, Holzstamm. Ja, natürlich. So will ich es haben. So, da muss ich beim Jonathan noch wahrscheinlich... Johann, wie heißt der? Theodor? Auch noch Rohstahl. Heilpflanze, ja. Okay. Auf geht's ins Burgenland. Oder auch nicht. So. So. Und rüber in die Burg. Hätte ich mit Segen. Ich will auch mal. Ah, so. So einfach ist das. So, okay. Holzscheiben sehe ich. So. Jetzt erstmal gucken. Genau nochmal beobachten. Wie viel Holzscheiben, wie viel Scheite. Was noch Holzscheibe gemacht werden können. Aha, 8. Also nochmal 8 mal hauen. Okay. Perfekt. Fertig. Und jetzt müssen wir irgendwie Rohstahl besorgen. Ja, nie wieder aufschrammen hier. Alter Schwede, hingen ja Hautfetzen da runter. Ja, Rohstahl bitte sehr. Wenzel, nee, Rekrut. Wenzel hat hier auch seinen. 12:08 Uhr. Okay, es ist Mittagszeit. Moment. Nee. Oh. Ich möchte ganz gerne noch mal ein bisschen. Was gibt's denn hier noch für Mana-Kräuter? Feuerwurzel, Mana-Bonus. Ah. Okay. Weil ich möchte doch ganz gerne ins Dorf mal beten mit der Jutta. So, hier ist doch die Jutta. Nee, das ist Charlotte und... Er arbeitet auch den ganzen Tag. Das ist Anna und Dorothee. Was so, du nicht sagst. Mittags sei Jutta am Schrein und betet. Das ist der Charlotte. Und... Jawohl. Nee. Doch. So, liebe Leute, jetzt wollen wir mal mit Jutta zusammen beten, wie ich das schon... Jutta, hey. Komm. Hey. Okay. Komm. Jetzt möchte ich auch mal mit dem Innos Menschen da beten, irgendwie. Los, komm. Geht nicht. Das wird gerade benutzt. Okay, ablenken. Hey du! Zack. Ende und sofort. Geht nicht. Wie bei der Baumsäge geht's hier nicht. Bei der Baumsäge ging das ja. Du Jutta, du bist also hier am Beten. Beten, Popeten. Oh.
Rohstahl. I need some Rohstahl. Okay. Ja. Dann also nochmal. Habe ich ihn jetzt gemacht? Doch irgendwie da Mist gebastelt. So, Athanas Burg ist die 4 jetzt. Gut. So. Wo kriege ich jetzt Rohstahl her? Kann ich es A von meinem Schmied kaufen? Oder B vom Kuno? Aber der hat ja nur Waffen. Gucken, ist jetzt hier unser Menschlein drin? Nein, ist er nicht. Aber vom Schmied kann ich doch bestimmt Rohstahl kaufen. Dann werde ich mal bis 15 Uhr schlafen. Heute wird nur ohne Pfeilherstellungsfolge sein. Ah, damit vertue ich mich hier. Schon wieder hier. Der Garten. So, komm. Jump. Lieber. So, Dille. Da muss doch der Heinz da bis mittags schlafen, bis 15 Uhr schlafen, genau. Da muss doch mein Schmiedchen noch irgendwie für mich was haben. Raus. Und, bist du hier? Sag nicht, das hast du nicht gewusst. Ist er nicht, ist er nicht, ist er nicht. Da kommt er noch? Nee. Okay. Ich wundere mich über gar nichts. Schlafe ich mal bis 17 Uhr? Guck, ob dann der Schmied da ist. Jawohl. Danke dir. Dira. Hey. Zeig mir deine Ware. So. So, was haben wir denn hier? Rohstahl? Glühender Stahl. Nö, ich möchte ein bisschen was haben. Was sind das für Säcke hier? Beutel mit 60 Pfeilspitzen, Beutel mit 120 Pfeilspitzen. Die möchte ich selber herstellen. Möchte ich schon selber machen. Und zwar... Ach nee, Moment. Womit denn? Ach so. Feuer. So, das mache ich erstmal glühend, ne? Ich das womit denn? Nicht. Genau, richtig. Und dann werde ich Pfeilspitzen schmieden. 30 Stück. Nochmal Pfeilspitzen schmieden. 30 Stück. Womit okay. denn? Okay, alles klar. Pro Rohstahl also 30 Pfeilspitzchen. Und hier sind es immer im 10er-Satz. Also 1. Perfekt. Oh, sorry. Und die noch mehr machen? Okay. Jetzt sind wir wieder gut ausgerüstet mit jede Menge Pfeile. Und zwar 51. Das ist auch nicht viel. Ja. Warum hört mir eigentlich niemand zu? So. Hm. Wollte ich hier noch was? Nein. Ja, Theodor ist eine ganz kurze da. Aha, so sieht das also aus. So. Jetzt werden wir mal bis zum nächsten Morgen schlafen. Gehen wir ins Dörfle. Oder wir teleportieren uns mal ins Dörfle. Und dann machen wir das gleiche wie eben.
Aber bis jetzt jeder ein Treffer, ne? Ah, der hat nicht getroffen. Da muss man echt haushalten, wenn man noch nicht so viele. Damit 17. 17, okay. Da muss man echt haushalten mit den Pfeilen. Na gut, okay. Erfahrung kostet, ne? Kostet mich unheimlich viel. Ist da nicht noch ein Wildschwein? Gucken wir erstmal, wie viel wir noch brauchen. 7500 steht da. Lernpunkte 8. Ich Dullkopf. Moment. Das gibt's doch nicht. Echt ein Dullkopf, ne? Ich muss erst mal gucken, was ich eigentlich noch brauche. Bevor ich hier... So, was brauchen wir denn hier? Deine Lebenspunkte kannst du ja... Kapitel. Des Weiteren wird Armbrust für das erste Kapitel benötigt. Also Armbrust muss ich lernen. Schlösser knacken, Jagdtalente, Taschendiebstahl. Okay. Das ist wichtig. Im ersten Kapitel über Tränke kannst du... Im ersten Kapitel nur über Tränke und einen Schrein erhöhen. Und an einen Schrein erhöhen, was? Lebenspunkte? Ja, okay, das weiß ich. Im zweiten Kapitel wird es einen Lehrer hierfür haben. Des Weiteren wird Armbrust für das erste Kapitel benötigt. Ja, sonst kann ich die Grundausbildung nicht machen. So sieht's aus. Also Ergo, Popergo. Ich werde... Was kann ich denn? Brauche ich da 10 Lernpunkte für oder was? So, also. Auf zu Bruno. Ganz schnell Armbrust lernen. Ganz schnell. Aber sowas von schnell Armbrust lernen. Mich fragt ja keiner. Irgendwo mal gucken. Das sind doch alles nur Gerüchte. So, Bruno. Wer erzählt denn? Ich will von euch das Armbrustschießen lernen. Ich will von euch das Armbrustschießen lernen. Gut, wir können sofort beginnen. Das hätte ich dir vorher sagen können. Man erzählt sich ja so einiges. Meine Meinung kennst du ja schon. Okay. Möglich ist alles. Ich hätte das nicht gedacht. Bildet mich im Einhandkauf? Also ich konnte nur das Geschick hier irgendwie... Mich fragt ja keiner. So, was kann ich denn machen? Armbrust, Anfänger, 13%. Ach ja, richtig. Armbrust, Anfang, 100%. So, da gucken wir nochmal nach, wegen der Grundausbildung. Ich muss ja eine ganz spezielle Prozentzahl haben. So, da muss ich mich hier selber auch noch... 30 Stärke, 30 Geschick... Armbrust schießen sollte ich mich auf 10% steigert und wenigstens 30 Stärke und 30 Geschick haben. Aha. Aha, aha. Wer erzählt denn sowas? Okay. 13%. Einhänder 13%. Okay, war eine gute Entscheidung. Das heißt also, ich brauche aber noch Stärke 24 und Geschick 23. Und ich habe noch 3 Lernpunkte. Ja. Tschüss. Gib mir einen Daumen, mach Kommentare und bis zum nächsten Mal in der nächsten Meine Folge. Meine Meinung kennst du ja. Macht's gut. Tschüss. Ich muss unbedingt noch mehr Tiere erschießen. Erlegen. Machen. Macht jetzt Spaß. Ich hätte das nicht gemacht.